Los. Der erste große Krieg in Europa nach Jugoslawien. In Tschernobyl bekämpfen sich Soldaten wie bei Call of Duty. In Kiew Fliegeralarm, eine Stadt so weit von uns entfernt wie Rom oder Barcelona. Ja, es macht uns betroffen, wie unsere Geschwister sich gegenseitig umbringen, wie die Welt der Herrschaft sich schlapplacht über die große Losung nach 1945. Macht sie die Erde kaputt! Kann man bitte alles aufgebaut und macht sie wieder kaputt, die Erde! Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Krieg gehört in so vielen Teilen der Welt mittlerweile wieder zum Alltag dazu. Egal, ob in Rojava, Syrien oder vor kurzem noch in Armenien und Aserbaidschan. Egal, wie betroffen und fassungslos uns das macht. Dabei dürfen wir nicht stehen bleiben. Diese Ohnmacht, die uns droht zu umschlingen, müssen wir verwandeln. In einen entschlossenen Kampf gegen den Imperialismus und eine Welt der Herrschenden, die nur für die Reichen gemacht ist. In konkrete Solidaritätsarbeit mit den jetzt von Krieg Betroffenen und vor allem in den Aufbau von revolutionären Strukturen. Denn glaubt ihr denn, dass dies der letzte Krieg gewesen sein wird? Glaubt ihr, die Putins dieser Welt, die milliardenschweren Rüstungsindustrie und alle Profiteure von diesem dreckigen Krieg werden von alleine zur Besinnung kommen? Nein, das werden sie nicht. Die Zeit des Wartens, des Zuschauens, wie dieses kapitalistische System unsere Lebensbedingungen zerstört, unsere Freiheiten raubt und uns in ihre Krise schickt, ist vorbei. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir aufstehen müssen, für uns und unsere Geschwister auf beiden Seiten der Grenze. Jetzt ist die Zeit, da wir uns selbst organisieren, Gegenmacht aufbauen, die uns aus der Ohnmacht führt, in der wir uns befinden. Freiheit und Glück für alle, die von diesem beschissenen Krieg betroffen sind.